Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Update. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich gebe bekannt, dass ich mir Powerstroke 4 Fälle für die Schlagfellseite von meinen Toms kaufe, dass ich mir neue Fälle für die Basetom kaufe, und zwar das Powerstroke Pro auf der Schlagfellseite und das Ambassador auf der Resonanzseite und dass ich mir neue Stöcke kaufe. Und ich zeige euch jetzt auch, warum das so ist. Wir drehen mal die Kamera um und drehen sie ein weiteres Mal um. Da können wir sehen, dass hier sehr viel Platz ist für neue Sticks, die ich mir kaufen werde. Und zwei Paare davon sind was ganz, ganz, ganz Besonderes. Es gibt eine Beckenfirma, die will jetzt auch Stöcke produzieren oder sie produziert bereits schon Stöcke und ich habe die noch nie ausprobiert und das wird jetzt mein erstes Mal sein, wo ich diese Stöcke ausprobiere und ich bin dermaßen gespannt, wie sie sich anfühlen, wie sie sich spielen, wie das Handling ist, wie die Verarbeitung ist und so weiter und so fort. Und ich bin auch total gespannt, wie mein Schlagzeug klingt, denn ich habe noch nie die PS4 ausprobiert, ich habe noch nie das Powerstroke Pro ausprobiert und ich bin so gespannt, wie das alles klingen wird, wie die Sticks sind und so weiter und so fort. Und ich bin total gespannt und ihr solltet es auch sein, denn es wird ein Unboxing-Video geben, es wird alles Mögliche geben, denn ihr bekommt das volle Programm, wenn es soweit ist, wenn ich das Zeug bestellt habe und es ist da, dann bekommt ihr das volle Programm und dann könnt ihr gespannt sein, was auf euch genau zukommt und ich freue mich schon richtig dermaßen darauf, wie das Ganze sein wird und ob mir diese neuen Sticks vor allen Dingen gefallen, denn wie gesagt, ich habe sie noch nie ausprobiert. Und zusätzlich zu den Sticks werde ich mir noch die Sticks bestellen, die ich schon vor mal hatte. Unter anderem die Ride Sticks von Peter Askin oder die Dave Frecke Signature Sticks oder andere Sticks noch. Auf jeden Fall, ich werde ordentlich viel bestellen demnächst. Und zwar dieses Wochenende, glaube ich. Und ja, ich bin gespannt. Ihr dürft gespannt sein. Und ja, das war's quasi schon mit diesem Video hier. Aber ich möchte mich wie immer bedanken fürs Anschauen, fürs Abonnieren und so weiter und so fort. Es ist wirklich großartig, wie ihr das so macht. Also vielen Dank für eure Unterstützung und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im Livestream am Donnerstag und dann natürlich am Samstag auch im Livestream. Aber danach werde ich dann die üblichen Videos da machen, wenn es soweit ist, wenn das neue Zeug dann da ist. Also, vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren und so weiter und so fort. Macht es gut. Ciao.